Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Zurück, das klingt jetzt so, war jetzt blöd ausgedrückt. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Und zwar Super Mario Bros. 3. Wie bereits angekündigt, in Mario Bros. 1 gibt es jetzt Mario Bros. 2. Ja. Auf jeden Fall die NES-Variante. Ja, was soll ich noch groß sagen? Wir starten einfach. Ich werde es aber diesmal anders angehen, als ich es bei Mario Bros. 1 gemacht habe. Also, das hier werde ich mir strikt verbieten. Das darf ich nicht machen. Ich setze mir jetzt einfach die Challenge und sage, das darf ich nicht machen, sobald ich das Spiel gestartet habe. So. Das hier mache ich ab und an mal. Aber vielleicht nur zum Ende des Parts. So. Und Partlänge wird um die 10 bis 15 Minuten gehen. Also das peile ich so ungefähr. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht. Aber genau. Und da hier bei Mario Bros. 2 die Möglichkeit zwischen 4 Charakteren zu wählen ist, wird in jedem Part ein anderer Charakter gewählt. Ja. Und wir fangen den ersten Part natürlich ganz klassisch mit Mario an. Ich habe übrigens in dem Moment, wo wir jetzt hier aufnehmen, habe ich schon eine Folge Zelda aufgenommen. Ein kleiner Spoiler. Da habe ich die Ränder ein bisschen verringert, sage ich jetzt mal. Hier habe ich dies jetzt nicht getan. Mal gucken, ob das was hier, ob das euch naja, was ihr davon haltet, das wollte ich sagen, genau. Ob ihr das besser findet oder ob ich wieder so machen soll wie bei Zelda. Dass ich so ein bisschen auf euer Feedback hoffe, sag ich jetzt mal. So. Gut, das Problem ist aber. Gut, was heißt das Problem? Ich würde sagen, was das Zurückspulen und so weiter angeht, wird wahrscheinlich Mario Bros. 2 eher weniger das Problem sein, weil ich denke, soweit ich es schon ausprobiert habe, ist Mario Bros. 2 weit leichter zu spielen, als es in Mario Bros. 1 noch war. Aber das ist halt. Das wird sich halt zeigen. Ich weiß aber auch nicht, wie lang das Projekt wird. Also deswegen kann ich das nur jetzt noch nicht sagen, wie ich jetzt hier. Naja. Es wird aber natürlich auch kein 100% oder irgendwas mehr, sondern wir hören einfach die Level nacheinander durchspielen. Ich werde jetzt nicht hier versuchen, hier irgendwie groß gut zu sein oder irgend sowas. Ich will einfach nur die Level durchspielen. Also wie gesagt, Part ist angepeilt für knappe 10 bis 15 Minuten, wie gesagt. Das ist halt. Mal schauen, sag ich jetzt mal. Blub. Ah, scheiße. Das hat ja. Geil, First Try funktioniert, sehr schön. Bums. First Try funktioniert, sehr schön. Das gefällt mir. Wenn irgendwas First Try funktioniert, gefällt mir das immer. Egal. Oh, schon hier kann ich ja abkürzen. Hier komme ich nämlich direkt zu Birdo. Ist übrigens häufig der Gegner hier in dem Spiel. Birdo. Während, zumindest ist der meistens der Boss. Birdo ist meistens der Boss vom Levelende an sich. Und vom Weltende, sage ich mal, meistens nach 3 oder 4 Level oder glaube ich, nach 4, ist es dann, glaube ich, irgendein spezieller Boss. Also, Birdo werden wir sehr oft bekämpfen. Wie gesagt, das ist halt. Aber ich glaube, ich habe gerade gesehen, es sind plus 3 Level pro Welt.
Na, kommst du woher? Wie gesagt, und wie angekündigt, pro Part halt ein Charakter. Also quasi, in diesem Part ist es halt eben, aber Mario. Und im nächsten Part gucken wir dann mal, wen wir als nächstes nehmen. Okay. Wie gesagt, und wenn ich sterbe, wie gerade eben, lasse ich das so gelten. Und wenn es halt, das Projekt halt sich dadurch in die Länge zieht, ist es halt so, sage ich immer. Okay. Jetzt spielen wir aber richtig. So. Ach, du bist doof. Du bist doch doof. Ne? Soll ich dazu irgendwas sagen, Leute? Okay, wir spielen jetzt. Wie gesagt, jetzt spielen wir wirklich richtig. Oh Mensch, du bist doch scheiße. Spiel, du bist scheiße. Ah, da ist mein Pilz. Sehr schön. Na. Ah, da war ein Leben. Sehr schön. Wie gesagt, ich werde mich jetzt dazu zwingen, nicht zu Save State, nicht zu rückzuspulen. Das wird definitiv nicht passieren. Hundertprozentig, das sage ich euch so. Darauf gebe ich euch diesmal mein Ehrenwort. Und wenn ich Game Over gehe, egal. Dann geht das Projekt halt ein bisschen länger. Sagte er und fällt direkt in die Grube. Ich muss aufpassen, was ich mache hier. Egal, ich mach's mir so leicht wie möglich. Egal, komm. Scheißegal. Wie gesagt, ich mache das so, wie ich es gerade gesagt, wie ich es gesagt habe, fertig aus. Wie gesagt, und ihr könnt mir hinterher Feedback mal zu dem geben, was besser gefällt. Ich werde diese Parts wahrscheinlich nacheinander hochladen. Ich wollte eigentlich zuerst Mario Bros hochladen und dann Zelda, aber ich werde es wahrscheinlich jetzt umgekehrt machen, dass ich zuerst Zelda und dann Mario Bros, damit ihr so ein bisschen den Vergleich habt. Perfekt. Birdo ist erledigt. Das Herz nehme ich noch an mich. Bringt mir zwar eh nichts, aber ist egal. Du. Extra Life. Wie gesagt, aber an sich ist natürlich Mario Bros. 2 wesentlich leichter. Ich stelle mich bloß gerade ein bisschen dumm an. Da bin ich ehrlich mit euch. Ich stelle mich sowieso allgemein immer ein bisschen dumm an bei den Spielen, also von daher. Ach, komme ich eh gerade an den Stern. Weil an sich ist das Spiel ja richtig easy. Und genauso, Boss 1 ist auch genauso easy. Also, wow. Ist halt immer da dran, dass ich das so schnell wie möglich fertig mache. Das ist immer das Problem. Und dadurch, dadurch mache ich sau viele Fehler, das wollte ich sagen. Thank you.
So. Ich muss, glaube ich, nur noch nach oben. Ich gehe mal nach oben. Ich werde ja gleich sehen, ob das richtig ist. Ups. Du gehst mal weg. Du. Hier muss man nämlich auch Türmchen bauen, damit man auch hochkommt. So. Sieht ein bisschen. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist die Farbgebung im Spiel. Aber das ist halt. Dafür kann ich halt nichts. Das sage ich euch ganz ehrlich. Dafür kann ich halt nichts. Das Spiel hat also eine komische Farbgebung. Ist ja auch nicht im originalen Sinne eigentlich Mario Bros. Gewesen, sondern ist, glaube ich, eine Kopie von irgendeinem anderen Spiel. Hat Nintendo sich ein bisschen inspirieren lassen, ne? Soweit ich es mal mitgekriegt habe. Die haben sich. Also, es gab ein Spiel, was genauso war, ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann hat man halt eben Mario Bros. 2 draus gemacht. Also, das wurde, glaube ich, entwickelt erst als ein anderes Spiel. Man hat dann im späteren Spiel, im späteren Verlauf dann halt gesagt, man macht halt Mario Bros. 2 draus. Aber nagelt mich nicht darauf fest. Ich hab das nicht so viel weit mitgekriegt, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Wir haben übrigens Continues hier. Oh, wir müssen noch von vorne anfangen. Ist egal, Leute. Wir machen das einfach nochmal durch hier. Wir sind ja Pros. Wir machen das nochmal durch hier. Wir wollen ja nicht hier als Lügner dastehen, weil wir hier Dinge machen, die wir erst gesagt haben, die wir nicht machen wollen. Das machen wir uns dann doch. Paps, paps, paps. Wie gesagt, und wenn das Projekt 20, 30, 40 Parts hat, egal. Das wird halt so lange gehen, bis es halt irgendwann zu Ende ist. Ich weiß nicht, ob irgendwann langweilig wird, wenn ich irgendwann sage, wenn ich hier auf Dauer halt immer wieder Game Over gehe und immer wieder von vorne anfangen muss. Wie gesagt, da könnt ihr ja auch mal so Feedback geben, also ab welchem Punkt ich dann halt sagen soll, dass ich safe stehen soll von mir aus. Oder sowas in Dreh, sag ich mal. Oder das ist halt eben. Wie gesagt, gebt einfach mal Feedback. Wie es euch besser passt. Ich habe ja auch mal gehört, wenn man raged während eines Parts, sag ich mal, ist das auch sehr, sehr unterhaltsam und so weiter. Aber bei mir ist das halt das Problem, ich bin halt nicht so versiert, ich bin halt nicht so. Ich bin hier nicht so empfindlich, was angeht. Gut, es gibt natürlich auch Momente, wo ich auch genauso ausraste, wenn ich das meine. Aber grundsätzlich braucht es bei mir schon einiges, dass ich ausraste. Aber das ist halt der Punkt, bis der erreicht ist. Da muss ich entweder sowieso schon ein bisschen genervt sein. Oder es ist halt wirklich. Das Spiel ärgert mich wirklich so richtig. Versteht, was ich meine? Nee. Ah. Die Stelle hasse ich. Ach, hallo. Die lässt sich mit dem Analogstick richtig kacke machen, soll ich so sagen. Mit dem Analogstick ist die Stelle richtig kacke. Egal, komm. Das Gute ist, wir haben hier keinen Zeitdruck. Das haben wir ja in Bros 1 gehabt, sag ich mal, dass man in einer gewissen Zeit das Level geschafft haben muss. Hier haben wir absolut keinen Zeitdruck. Das ist das Gute. So, wir holen das Ganze einfach nochmal. So, wir sind jetzt gleich bei 15 Minuten. Egal. Ich würde sagen, wir beenden jetzt den nächsten Level noch, der jetzt kommt. Und dann machen wir den nächsten Part weiter.
mit Level 3. In der Hoffnung, dass wir dies diesmal dann schaffen, sage ich jetzt mal. Nee, du Arschloch! Sagte er und geht direkt down. Ich hasse die Stelle irgendwie. So, mit Peach ist die einfacher. Ganz. Hallo? Da kann man nämlich dann durch die Gegend. Mit Peach kann man nämlich schweben, ne? Weil jeder Charakter hat so eine gewisse. Seine eigene Fähigkeit. Ah, oh, Kacke! Da habe ich ein Problem. Ach, da ist er wieder. Na komm, mein Kleiner. Na komm. Och, nö. Das Spiel will mich ärgern. Merkt das, Leute? Das Spiel will mich ärgern. Lass mich aber nicht ärgern. Ich lass mich aber nicht ärgern. Geht doch. Endlich habe ich den mal getroffen. Lass mich nicht ärgern, das kannst du vergessen. Wie gesagt, Level beenden und dann geht's halt, wir müssen hier rein, den Schlüssel holen. Und dann geht's, was wollte ich jetzt sagen, genau, in den nächsten paar, nein, Mensch, nutze einfach den Schlüssel, du blödes Schwein. Oh nein, das geht so nicht. Das geht so nicht. Ach Mensch. So, jetzt gehe ich da. Das mache ich jetzt so. Warte mal, dass ich hier meinen Pilz holen kann. Egal, komm. Ich will dieses Level beenden. Geh weg! Ah, Frodo, ich bin wieder da. So sieht man sich wieder. Aber ich werde das aber so machen. Am Partende werde ich immer ein Save-Set setzen, dass ich nicht alles dann doch tausendmal wiederholen muss, sage ich mal. Wenn ich bis zum Partende, sage ich mal, einen gewissen Fortschritt erreicht habe, dann kann ich das ab dem Part dann immer wieder von vorne machen. Ich guck mal, wie ich das dann habe. Guck mal. Ich weiß ja nur nicht, ob ich dann den Save State dann lade, wenn ich während des Parts Game Over gehe. Ja! One Up! Ja, schön. Ach, verdammt. So, das war... Ich mache erstmal den hier. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Part. Bis dann.